Moin, liebe Leute! Herzlich willkommen bei uns bei den Whisky-Elfen. Heute mal ein Feiertags-Special. Normalerweise drehen wir immer Mittwochs, aber beide viel zu tun, beide unterwegs. Hallöchen! Oh, ist auch wieder da. Und heute ist halt Donnerstag. Jeder von uns hat die Arbeit schon soweit erledigt. War schon wieder ein harter Tag, trotz Feiertag. Haben wir beide wieder Vollgas gegeben und jetzt bin ich halt extra hier, um für euch mit Marco zusammen das Elfenvideo zu machen. Juhu! Und schon hat er mich verhaftet, ich muss mithelfen, damit ihr fleißig eure Flasche kriegt. Habe ich direkt ausgenutzt. Ich denke, wenn er schon hier ist und mir die Zeit klaut, kann er auch mitkleben. Ja, erst klaut er mir die Unschuld und jetzt die Arbeitskraft. Ja. Aber bevor wir anfangen, weiterzuarbeiten. Sollen wir was trinken, oder was? Lalalala. Ah, hat doch nicht so Spaß hier. Also, ihr seht, im ersten habe ich schon vergammelt. Also, besonders schief geklebtes Etikett dieses Mal, ne? Michel Special. Du hast den Fehler verraten. Scheiße. Das ist der Fehler im Bild. Wer diese Flasche kriegt... Achso, die ist ja beidseitig bekannt. Du. Ach ja. Yippie. Jo. Heute machen wir mal einfach mal Slow Motion. So ein bisschen ohne irgendwelche geplanten Projekte. Machen wir einfach mal ein bisschen Easy Drinking. Und ihr seht, Marco ist schon fleißig am Kleben. Ich muss erstmal was eingießen. Genau. Gib her den Stoff. Schwuppidewo. Schön. Du hast doch gar nichts. So, Marco. Dankeschön. Ja, jetzt nimm erstmal deine Nase. Komm, stell mal die Pulle weg. Wir haben gleich noch genug Zeit. Also, wir können es ja schon mal kurz sagen. Stauning Distillery aus Dänemark. Und zwar die Stauning Rye Edition. Malted Rye Whiskey, distilled 2016, bottled March 2019. Das Ganze mit 50% abgefüllt. Kann ich mal gucken. Danke. Also die erste Nase ist würzig, vanillig, ein bisschen Toffee-Noten habe ich mit dabei. Ja, also diese, ich habe ein bisschen diese Nutella-Note, ein bisschen Nuss-Nougat. Und? Leichter Rauch. Ja, Rauch, tatsächlich. Ich habe gedacht, das wäre, also es ging so in diese Salzlakritznote, also das wirklich auch dann dänische Lakritz, nicht so dieses Süße von Haribo. Doch, das ist auch Lakritz. Mhm. Atme mal. Lakritz, aber auch ein bisschen Zimt wieder, ne? Also ich muss dazu sagen, als ich die Whiskys umgetreten habe, die wir heute trinken wollen, ich habe von Stauning vor Jahren schon mal ein paar Flaschen rüber nach Deutschland geholt über meinen Kumpel Didi. Und da war der Rye der sofort weg war. Ja? Mhm. Also der war im Shop und bam war der weg. Und da habe ich noch so bei mir gedacht, ein Rye-Whisky? Die Leute fahren doch sonst gar nicht so auf Rye ab. Was ist an dem so besonders? Weil ich bin ehrlich, ich habe damals keine Flasche aufgemacht, sondern ich habe sie einfach weiter vertickert. Boah, Michel, hast du das gehört? Also heute finde ich jetzt schon schwül, ne? Hm. Aber morgen und übermorgen 30 Grad und dabei die ganze Zeit Regen. Ja, es wird wieder ekelhaft werden, gerade für einen Dicke, ne? Da können wir uns, still und leise, können wir uns dann vorstellen, wir wären in Thailand. Und gerade wir Dicken, ne? Wir sind dann immer Toilette für Dicke, so sieht das aus. Ja, Stauning ist ja 2006 sind die angefangen, ne? Ja. 2006 sind die angefangen und haben wir hinterher auch ein Investment bekommen von Diageo. Ja, die sind sogar ziemlich fett eingestiegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? 10 Millionen, glaube ich. Ja, hätten sie besser mir gegeben. Ja, aber ich habe ja vorher Stauning auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und zwar auf der Messe in Nürnberg war der Stefan selber da. Ja. Das ist der Brennmeister von Stauning. Ich kann es mir nie merken. Baumgartner. So war es, ja. Baumgartner. Sorry, Stefan, das ist gemein. Und da habe ich auch ein paar probiert und kam auch mit Stefan so ins Gespräch und natürlich ist bei uns im Portfolio und habe mich jetzt auch ein bisschen mal so damit beschäftigt und was ich auch sehr interessant finde, sie machen halt alles selber, ne? Die haben eigene Malzböden, ne? Ja. Und der Rye ist aus gemälzten Rogge und Gerste, ne? Mhm. Und ich finde halt gerade diese leichte Rauchigkeit dabei. Zimtnote. Macht Lust auf Trinken, oder? Also die Zimt? Die hat eine leichte Zimtnote. Ich mag richtig so. An deiner Lakritze vorbei. Hol mal die Lakritze raus.
Dann wohl. Ist der schon lange genug im Glas, als dass wir den schon trinken können? Ja. Oder braucht er noch ein bisschen Zeit? Nee, das... Flasche war ja auch offen. Ich habe ja schon genascht. Du hast richtig diese so teigige, dieses, kennst du diese so Apfelstrudel, wenn du ein bisschen Zimt drüber hast? Mhm. Ja, das habe ich so ein bisschen. Alter, was ist das denn? Jetzt kommt der Rauch durch. Das ist ein Geschmack, den hatte ich gefühlt noch nie. Da habe ich auch deine Lakritze. Ja, aber... Ja, die vorher nicht. Was ist das davor? Die Lakritz kommt jetzt nach hinten raus. Und ein, ich finde, ein leichter Chili-Kitsch ist hinten am Gaumen. Die Vanille ist auch durchaus früher noch vorhanden. Jetzt kommt der Zimt richtig durch. Aber und was ist das im allerersten Antritt gewesen? Das ist eine Würze, eine Rauchigkeit und auch so eine herbe Schokolade, finde ich. Ja, die typische Rye-Note hat er, klar, die kommt durch, aber ist so eine Nuss-Nougat, so eine, aber ein bisschen herber, mit dunkler Kakao. Hast du gesagt, ne? 50. Schöner Antritt. Ja. Nicht zu schwer. Angenehmer Antritt, aber ich finde durchaus, dass die 50 Volumenprozent auf der Speiseröhre ganz ordentlich Rabatz machen. Mhm. Und zwar... Wie so ein kleiner, fließender Chili-Schokoladenfluss. Ja. Es gibt doch diese Chili-Schokoladenliköre, ne? So ein bisschen in diese Richtung. Was mich fasziniert, ist also diese leichte, feine Rauchigkeit, ne? Wo kommt denn die her? Was steht denn hier drauf? Stowning Rye is one of our core products. Okay. Straight wine with bla bla bla. Oh, die ölig der ist, ne? Mhm. Krass, oder? Over 3 years, okay. Virgin Oak. Ne? Da hat die brutale schon so leichte so eine Holznote mit bei dieser Eichenwürze, ne? Aber ich denke. Den lassen wir einfach ein Momentchen stehen. Lass ihn tatsächlich nochmal ein bisschen atmen. Derzeit kann ich auch mal hier so eine schwule Flasche bekleben. Ach, guck mal hier, das ist ja schön gemacht. Wir haben sie unten nochmal zusammengefasst, was die Besonderheiten von dem Whisky sind. Local Floor Malt Barley. Dann Local Floor Malted Rye. Dann haben wir Local Peat, okay, da kommt eine Torfigkeit her. Mhm. Local Water. Dann Floor Maltings, die eigenen. Dann Direktbefeuerung der Stills. Double Pot Still Destillation. Und dann Matured in Bottle. Bottle on site, okay. So, was sagen die denn selber dazu? Nase, delikater Rauch, Cerealien, Schokolade, Oak, Karamell und Cinnamon ist der Zimt, ne? Mhm. Ja, hast du gut getroffen. Aber ich finde, die Schokolade ist aber ein sehr hoher Kakaoanteil. Ja, die Schokolade ist eine herbe Schokolade. Mhm. Ja. Am Mund, Smoked Chocolate Bar, okay, also Schokoladenriegel, gerauchter Schokoladenriegel, das klingt aber lecker. Nougat, leichte Melasse, okay. Wieder die Cerealien, die hatte ich auch, das Karamell, die Vanille. Dann der Lakritz, Pfeffer, getrocknete Früchte, Apple und Oak. Hast du die getrockneten Früchte? Nee, fruchtig ist er schon, aber es ist ein bisschen überspiegelt vom Rauch, finde ich. Ja. Ich habe mehr so diese Nutella-Note. Ich finde auch, die Schokoladigkeit ist da deutlich intensiver. So, und dann das Finish, Very Long, das unterstreiche ich sofort. Ja. Smoked Vanille, Butterscotch, wieder der Lakritz und die getrockneten Früchte. Also da fehlt mir der Chili-Catch, den ich aber, der ist, also jetzt stell dir mal vor, du sitzt in Dänemark an so einem richtig fiesen, kalten, nassen Tag. Es ist am Stürmen draußen, die Bäume sind am Hin- und Hergehen, ja. Das Meer prallt gegen die Steinfelsen, sondern hast du so einen Whisky und du merkst, wie der von innen so richtig schön die Wärme ballert. Michael mag Prall. Ja, Prall mag nicht. So ist so. Nein, das Schöne ist, Marco, dass wir uns das... können wir sonst noch mal verraten? Ja, komm, dann verrat.
Wir verraten mal, dass wir planen, ein gemeinsames Buch, ein gemeinsames Buch zu schreiben. Wir schreiben ein Buch, dreimal dürft ihr raten, worum es geht, selbstverständlich ums Essen. Unsere Lieblings-Top-Pommesbuden. Nein, wir planen ein gemeinsames Buch, schau dir das Buch, du mit deinem Buch, ne? Besuch bei Stunning und werden dort versuchen, wenn wir dürfen, ein Elfenvideo zu drehen. So sieht's aus. Und da freuen wir schon tierisch drauf. Und das meint ihr so mit einsam in Dänemark sitzen, mit die Wellen kommen an, die Bäume biegen sich. Naja, ich weiß nicht, ob ich den Termin nochmal verschieben soll. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, aber wir werden das Thema einfach mal angehen. In der Richtung schon mal, Stefan, solltest du zuschauen. Du wirst in Kürze einen Anruf bekommen von mir, um das mal zu planen. Sag mal eine ganz andere Frage. Hm? Preislich? 65 Euro. Also. 0,5er Flasche, 65 Euro. Ja. Okay. 3 Jahre hat das Bild. Handwerk. Ja, wir wissen selber, dass Dänemark nicht gerade sehr günstig ist im Alkohol. Skandinavien. Sieht's aus? Und deine Label sind voll scheiße. Findest du? Ja. Dann klipp doch mal das große Etikett, dann weißt du, wie schön die kleinen Etiketten sind. Nee, Skandinavien, Alkoholsteuer und alles und gerade der aufwendige Herstellungsprozess, die machen alles selber. Also es ist halt nicht das Malz zugekauft und das ist schon wirklich Kunst, was die dort machen und deswegen finde ich den Preis dort einfach auch okay und fair. Und wir müssen ja einfach mal bedenken, was so manch anderer Whisky kostet, wenn er vom Bayern vom See kommt oder so. Mach's doch anders. Nenn es den Springbank des Nordens. Ja. Na, im Grunde kann man, genommen, im Grunde kann man, genommen treffen, kann man das mit Springbank ganz gut vergleichen. Ja, kann man gut treffen. Die Destille ist halt direkt in der Nähe von Hiedesande. Das ist oben Richtung Ringkøbing. Ja. Also schon mitten in Dänemark. Und ich freue mich drauf. Ich war selber noch nicht dort. Und ich bin ja für Weihnachten eigentlich öfter in Dänemark, aber da war, also Stefan sagt, sie hatten auf und ich habe mir gedacht, dass zwischen Weihnachten und Neujahr eh zu ist und ich nicht da war. Deswegen müssen wir es einfach mal auschecken. Das heißt, wenn wir dann fahren, das sind ja fast 8 Stunden im Auto. Oh Gott, ey. Wir müssen dann die Kofferraumabdeckung hinten losmachen, damit wir so die ganzen leeren McDonalds-Typen einfach nach hinten werfen können. Um die McDonalds-Tüten mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Ich mache mir um den Nikotingehalt in der Karre Sorgen. Ja, du solltest keine Zigarre rauchen. Ach, du meinst meine Zigaretten? Ach, hätte ich nie angesprochen. Wenn du jetzt schon sagst. Ja, aber Sauerstoff tut ihm aber ganz gut, ne? Jetzt kommt die Fruchtigkeit. Deswegen sollten wir mit meinem Auto fahren. Du kommst erst nach Brühl und holst mich ab? Nein, du stellst das Auto bei mir hin. Der Alkohol ist weg, ne? Ja. Der Alkohol ist, der komplett Alkohol weg. Ist gut weg und ich finde, die Fruchtigkeit kommt jetzt auch ein bisschen weg. Jetzt kommt die Süße, ja. 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 Sehr geil. Also ich finde, das haben wir schon sehr gut gemacht. Also sollen wir die doppelgeklebte einfach mit drin verstecken, oder? Ja, da machst du jetzt noch ein kleines Autogramm dran. Das machen wir gleich. Okay. Apropos Autogramm, das führt uns direkt zur nächsten Flasche, oder? Ja. Genau, zauber mal hervor. Gläser. Ja, warte, ich stehe. Ich will das mal parken, ich möchte gern gleich nochmal. Ja, ich hab's auch stehen. Das ist einfach. Kamelle der Prinz Gött. Also. Trommelwirbel bitte, Trommelwirbel. Da-da-da-da-da! Deiße! Unsere erste. Die erste Elfenflasche. Die erste Elfenflasche. Elfburn, 5 Jahre gelagert im Sherry Octave. Man sieht diese dunkle Farbe. Und da sind wir gleich wieder dabei. Bottled for die Whisky Elfen. Mhm. Wir haben das Sample verkostet vor 6 Wochen. Ja, ungefähr. Ja. Haben es für gut befunden. Haben uns dazu entschieden, das wird unsere erste Friendship Bottling. Die Whisky Elfen. Michael und Marco. Und um direkt auf eine Sache einzugehen, während der Michael aufmacht und uns probieren lässt. Der eine oder andere hat kommentiert, ey super, erste Flasche von den Whisky-Elfen, wir wollen, dass die handsigniert sind. Wisst ihr, warum wir das nicht machen?
Wenn wir das bei der ersten Flasche machen, wollt ihr es bei der zweiten, bei der dritten, bei der vierten, bei der fünften auch. Und weil wir faule Schweine sind, machen wir es nicht. Ihr könnt es eh nicht lesen. Oh. Juppidu! Ich mag es, wenn es so gluckert. So. Dankeschön. Flupp. So, jetzt habe ich direkt eine Sache, die... Was ich schon mal sehr gut finde. Kunststoffkorken. Ja, kann kein... Also der Junge braucht auch Zeit im Glas. Das hatten wir beim ersten Mal, ja. Als wir die Probe hatten, hatten wir das schon. Der braucht ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir lassen mal einen Moment stehen. Und die Flasche sieht man sich hier so... Für alle die, wenn wir das gleich probiert haben, ein bisschen was dazu gesagt haben, sagen, Alter, die Flasche müssen wir unbedingt haben. Gebe ich euch einen kleinen Tipp. Von diesen Oktavfässern gab es natürlich nicht nur eins, sondern bei der Hammerschmiede gibt es davon natürlich mehrere. Und ich weiß, dass zum Beispiel meine Kollegen vom Whisky Hort, schönen Gruß an den Olaf und Co., auch Moin. Eins dieser Oktavfässer bekommen haben. Und solltet ihr bei uns im Shop das Whisky-Elfenfass nicht mehr kriegen, wir haben ja mehrere Proben gehabt. Wir wissen, dass eine von den Proben halt auch zu den Jungs gegangen ist. Dann schaut doch einfach mal bei denen vorbei. Vielleicht habt ihr die Chance, bei denen noch ein Fass. Wir hatten zwei Proben. Wir hatten zwei Proben, wir fanden beide geil, durften uns aber nur eine aussuchen. Und die andere Probe ist tatsächlich halt im Whisky Hort gelandet und auch verkostet und blind bestellt. Also verkostet und blind bestellt. Direkt bestellt. Und das ist das zweite Octave in Oberhausen. Also so als Tipp, ne? Zuerst bei mir in den Shop reingucken, wenn ihr noch was haben wollt, ne? Aber wenn da nichts mehr ist und die Chance ist relativ groß, wir haben jetzt Donnerstag und als Michel angerückt ist, meint er, und wie viele sind denn noch da? Und da waren es knapp 20 Flaschen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das Video dann tatsächlich online ist, ich gucke, ob ich das heute noch schaffe, es online zu kriegen, ansonsten geht es Freitag online, könnte es sein, dass die im schlimmsten Fall schon weg sind. Und dann, wie gesagt, mein kleiner Tipp, schaut doch mal bei den Kollegen in Oberhausen vorbei. Das ist das Sherry-Brett, ne? Das ist so, weißt du, wo wir den ersten Mal im Glas hatten? Nee, boah. Also, ganz krass. Ehrlich, was hältst du davon? Haben denn unsere Darkside-Jungs schon mal was bestellt davon? Also das weiß ich ehrlicherweise gar nicht auswendig. Zur Strafe kriegen die dieses falsch geklebte Sample. Pass auf, ich mach mal Folgendes. Ich schenk mal den nächsten auch noch ein. Und ich bin fast gewillt zu sagen, was hältst du davon, wenn wir die... So, Vorsicht, das ist jetzt die nächste Probe, dass du nicht durcheinander kommst. Wenn wir beides ein bisschen atmen lassen, weil wir werden den Sachen so nicht gerecht. Die sind einfach noch so intensiv. Ja, aber ich habe eine geile Idee, was wir da machen können. In der Zeit. Ja. Gläser bitte! Gläser! Alter, sag mal. Ich habe mir mal was ausgedacht. Und zwar meine erste geschäftliche Reise für Whisky, also hauptsächlich geschäftlich für Whisky, ohne meine Frau im Urlaub, sondern wirklich allein, war 2014. Und 2004, Entschuldigung. 2004. Und ich habe mir gedacht, diese Flasche habe ich bekommen ein Jahr später, als ich eingeladen war bei Pernod Ricard. Das ist so der Anfang der Reise, so die ersten Male. Ich war eingeladen für eine Woche in dem Gästehaus von Pernod Ricard. Und zwar das war, ich glaube, so Ende Juli. Und eine Woche wurden wir halt rumgeführt durch alle Brennereien von Pernod Ricard, inklusive Filling Station in Malbin, durch die Warehouses geführt, was alles schon sehr interessant war. Und als Erinnerung habe ich halt am nächsten Tag, also am letzten Tag, wo ich ins Zimmer kam, das Zimmer war immer schon richtig so eine schöne Mutti da im Gästehaus gewesen, wo ich denke mal so knappe 70. Du warst im Zimmer eine Mutti gehabt? Ja, so knappe 70. Deshalb bist du mit deiner Frau nicht dahin gefahren. Ah. Die war so knappe 70, so eine Hausfrau, die hat alles gemanagt. Es waren ja nur 10 Zimmer in dem Haus, glaube ich. Und dann so großer Raum,
wo halt alles voll war mit Whisky, du konntest halt nehmen, was du wolltest. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen, das ist dann keine Milf mehr gewesen, das war eine Gilf, ja? Aber war halt alles voll war mit Whisky, du konntest trinken, was du wolltest, aber wenn du abends wiedergekommen bist, wir waren zum Beispiel morgens um 8:30 bei Longmorn zum Fassstern-Tasting, sind dann kurz aus Essen gegangen, waren bei Glenlivet wieder zum Tasting, ja. Also wirklich komplette Durchrutsche da, ne? Und du hattest abends gar keinen Bock mehr, was zu trinken. Und am letzten Abend bin ich aufs Zimmer und da stand diese Flasche auf dem Nachtkästchen. Hammer, ne? So als kleines Giveaway. Wir waren halt einen Tag vorher in der Thrus Island Distillery. Ja. Da stehen die ja im Shiva-Shop alle rum. Ja. Und die stand auf dem Nachtkästchen so als kleines Giveaway mit einer Karte dabei. Schön, dass du da Gast warst. Freuen uns, dich bald wiederzusehen. Die Woche war sehr geil. Ich war unterwegs mit Dave Broom, mit Al Winchester, Ann Miller, waren halt alle dabei. Und Dave hatte da gerade war unterwegs für sein Buch, der wurde öfter mal weggeholt, um auch Einzeldetails aufzuschreiben und so. Der hatte gerade sein Buch geschrieben und das war halt mega geil. Das ist aber eine Hammergeste, oder? Ja, die stand halt auf dem Nachtkästchen, ne? Und ich habe die auch bewahrt für einen geilen Moment. Und im Moment fühle ich mich einfach geil. Meine Frau hatte eine schwere OP, sie ist jetzt über den Damm. Alles ist gut und ihr geht's wieder besser. Und hier mit Marco, unser Elfending, macht eine Menge Spaß. Wir haben uns mega fett angefreundet, behaupte ich einfach mal einseitig. Manchmal. Behaupte ich einfach mal einseitig. manchmal stört mich seine Blähung, aber sonst ist eigentlich zwischen uns alles tadellos. Aber diese Blähung zwischendurch. Sag mal, ich lag nur 8 Stunden zusammen im Auto. Ich werde vorher eine Bohnenpfanne essen. Wir fahren mit Cabrio. Blöde Sau, ey. Aber ich habe gedacht, hey Mann, das hier so war so für mich so der Anfang einer Reise in die Whisky-Geschäftswelt. Und ich behaupte, stellt euch vor, ihr steigt ins Zug ein, der Zug fährt los, ihr guckt euch die Station an, wo ihr zwischendurch mal landet, ihr müsst mal umsteigen. Und ich denke, aktuell bin ich an meinem Zielbahnhof angekommen. Und mein Zielbahnhof, denke ich, ist die Endstation meiner Reise im Whisky-Business. Ich habe Spaß, es gefällt mir, ich fühle mich wohl und deswegen habe ich einfach mal Bock, jetzt diese fucking Scheiß-Pulle aufzureißen. Marco hat immer gesagt, nein, tu es nicht, genau. Tu es nicht. Er hat die Flasche mir vorhin gezeigt, als er hingekommen ist und hat gesagt, nein, lass die Flasche zu, das ist ein ganz besonderer Moment. Ja. Das ist ein ganz besonderer Moment. Zack. 35 Jahre alt. Blended Malt. Blended Scotch Whisky. Linhouse Reserve. Linhouse ist das Gästehaus von Pernod Ricard. 35 Jahre alt mit der Batch Number LH35001. Alkoholstärke 51,6%. Gebottelt am 7. Mai 2005. Also... Und vor allen Dingen, wenn du mir überlegst, ne, 2005 bis jetzt, was sich preislich da getan hat. Stell dir mal vor, sie würden heute sowas abfüllen und würden das auf den Markt bringen. Ja, klar. Aber für mich war es auch schwer, wirklich jetzt 15 Jahre lang das Ding in dem Schrank stehen zu haben. Ja. Ja, und ich habe gesagt, jo, da sind wir dabei, wenn der richtige Moment kommt. Ich hab zwei Flaschen. Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps. Zwei Flaschen aus diesem Jahrgang, also nicht aus diesem Jahrgang, sondern zwei verschiedene Flaschen von meinem Aufenthalt. Und die zweite Flasche werde ich in 2 Wochen öffnen. Nicht live vor Ort, aber mein lieber Kollege André, der auch ab und zu mal mit Mike zum Beispiel vor der Kamera ist, wird euch vielleicht von dieser Flasche erzählen. Es könnte sein, dass es in bleibender Erinnerung bleibt. Michael, auf dein Wohl. Oh, ist eine geile Nase, oder? Ich habe gefragt, Alan Winchester, ich sage, was ist alles enthalten? Und er sagte, nur die besten Produkte aus dem Hause Chivas Brothers. Also ich wollte direkt sagen, da ist auf jeden Fall ein ordentlicher Sherry-Wucht-Brummer mit drin. Ja, in dem Fall tippe ich auf Thrus Island. Ja. Weil es hat Headquarter. Thrus Island, ich kann mich genau erinnern, als ich das erste Mal bei Thrus Island war, es lag Schnee, es schneite gerade. Und dann sind wir vorher, wenn du zu Thrus Island fährst, hast du
Wenn die Schnellstraße da runterfährst, kommt auf der rechten Seite, kommt von Chivas, so ein kleines Fasslager. Da liegen die Fässer aufgetürmt wie Pyramiden. Wenn du rauskommst aus Kies oder wenn du reinfährst aus Kies? Wenn du rauskommst. Wenn du rauskommst auf der rechten Seite, genau. Normal kommst du ja, wenn du jetzt von Aberlauer kommen würdest, gehst du rechts abbiegen nach Kies rein. Mhm. Und da stehst du an der Kreuzung, guckst du links hoch, da siehst du die Lagerhäuser von Malben. Ja. 57 Stück an der Zahl pro Lagerhaus, 28.000 Fass. Wahnsinn, ne? Krass. Ja. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob Stuart Eiler, ob das unsere erste Reise war, wo wir da waren. Auf jeden Fall haben uns da die Fasspyramiden durchaus noch begeistert und fasziniert und es war was ganz Besonderes. Und dann sind wir da hingefahren und ich war zusammen mit einem guten Freund, dem Hans-Jürgen, dort. Und Hans-Jürgen. Lieber Hans-Jürgen. Und dann sind wir an dem Grundstück angekommen, komplett eingezäunt und ein Schrankenwärter Häuschen, was auch besetzt war mit einem Herrn und halt reger LKW-Verkehr zum Austausch der Fässer, der Fassmacher natürlich. Und dann haben wir ihn gefragt, wir wären aus Deutschland, wir hätten in Deutschland Whiskyladen und ob wir ein paar Fotos machen dürften. Antwort, nee, Fotos dürft ihr nicht machen, das ist ja alles privat, das geht nicht. Aber ihr kommt ja jetzt hier nicht mehr weg. Das Grundstück ist so aufgebaut, dass es wie in einem Rondell positioniert war. Ich mache jetzt Folgendes, ich mache die Schranke auf und ihr fahrt rein und fahrt einmal durch das Rondell, damit ihr vernünftig drehen könnt, weil ihr könnt hier vorne unmöglich drehen, damit man ein Gefühl dafür hatte. Das war so ausgebaut, dass 4 LKWs nebeneinander stehen konnten. Wir hätten 5-mal drehen können. Ja. Er macht die Schranke auf, wir fahren rein. Hans-Jürgen, was hat der eigentlich gerade gesagt? Ich sagte, dass du die Kamera auspackst und Fotos machen sollst. Ich fahr schnell langsam. Also Malben oben waren wir tatsächlich auch drin. Da haben die mich noch mit so einem Stapler, weil die werden die Fässer stehen da hoch, gerade auf Palette. Guck hier, das ist ein reines Palettenlager. Und da haben die mich noch hochgefahren mit Stapler. Das ist besser bewacht wie eine NATO-Kaserne. Krass. Aber, alter Schwede, Alter. Das ist mal... Alter! Reib mal ja, in die Hand. Ja, das brauche ich gar nicht. Alter, das ist... krass. Ja. Wie konnte der nur 15 Jahre im Schrank stehen? Wachsigkeit, Öligkeit, sehr viel Leder. Rauch. Ja, aber dezent, finde ich. Ja. Wäre ich nicht von ausgegangen. Ich hätte gedacht, der wäre komplett der Space Rider. Aber jeder weiß... Jeder weiß, der schon mal bei Glenlivet war in der Brennerei... der die Lafroy-Fässer auch da liegen sehen hat. Ja. Ne? Ich finde, tief eingekochte, dunkle Früchte. Ja. Aber schon fast Gelee. Ja. Schon fast Gelee. Und ist Sherry-Fass, gebe ich dir recht, aber nicht zu prägnant. Nicht zu dominant, genau. Nicht überlagert. Schön ausbalanciert. Oh, mega, ey. Und die 51,6%, wo sind die? Achso, ich habe 61,5 jetzt gerade verstanden. 51,6. Ja, total dezent, ne? Total mild. Und das Ganze einfach mal so auf ein Nachtkästchen gestellt. So, schön, dass du da warst. Und trotzdem eine schöne leichte Würze noch mit drin. Du weißt ja, ich bin ja Coca-Cola-Junkie, ne? Und am ersten Abend stand Mineralwasser, ne? Zum Trinken. Und ich sag zu der Frau, haben Sie vielleicht eine Diet Coke? Und sie so... Ja, klar, habe ich wohl. Pack den Kühlschrank, gib mir 2 Diet Coke. Ne, eine. Ich sage, kann ich dir noch eine zweite haben für die Nacht? Und sie so, ja, kein Problem. Am nächsten Abend gehe ich aufs Zimmer, stehen 2 kalte Drogen Diet Coke da. Das ist so geil. Nee, also das ist schön, aber den lassen wir auch mal stehen. Aber man muss dazu auch sagen, es passt auch irgendwie zu Schottland. Ne? In Schottland wird Gastfreundschaft wirklich groß geschrieben. Und ich finde, da können wir uns in Deutschland durchaus die ein oder andere Scheibe noch von abschneiden. Geiler Stoff, oder? Ich traue mich gar nicht zu probieren. Probier mal. Du wirst begeistert sein. Michel, auf dein Wohl. Hast du schon? Ich hab schon, ja. Ich glaub, Alter, Saufkompan. Ich konnte nicht warten, weil ich habe 15 Jahre gewartet, du Arsch, ey. 15 Jahre. Und bild dir mal was drauf ein, dass ich die Pulle mit dir aufmache. Vielleicht mal ein Kompliment. Boah, geil, Michel, bist ein geiler Hecht oder so. Nur weil ich hier mal so einen alten Linkwood aufgreife. Kann ich auch mal was sagen? Du bist heute richtig aggressiv, du Misthaken. Mann!
Nicht nur die Blähung, auch seine Laune ist unerträglich manchmal. Nein, wir zicken nicht rum. Hallo Marco. Also gerade wollte ich sagen, dass der besser, noch besser schmeckt, als er riecht. Aber ganz ehrlich, was hast du denn da für eine scheiß Blume mitgebracht? Ist ja ekelhaft. Es ist doch total überlagert. Ah, viel zu alt. Ach, steht ja auch hier drauf. Mindestens Haltbarkeit. Kann ich die Flasche nochmal ganz kurz haben? Komm, ich gieße sie nachher weg. Nur so habe ich kein Problem, wenn ich so hier im Schrank mal reingucke. Ja, Marco. Eigentlich ist das ja gemein, ne? Jetzt haben wir etwas verkostet, was keiner probieren kann. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, was überhaupt dieser Flaschenpreis davon überhaupt wäre. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von. Also heute bei einer 0,5er Flasche würde ich mal vermuten, steht da mindestens eine 3 vor, eher eine 4. Ich weiß, dass die für die standen, also die normalen, es gab einen anderen Blend, der im Distillery-Shop stand für 150 Pfund damals, vor 15 Jahren. Und das ist halt extra gebottet für dieses Haus, ne? Das ist nur für die Gäste, da kommen die ganzen Asiaten und so alle hin und so. Und für mich war es einfach ein geiles Andenken. Und habe mir gedacht, die mache ich zu einem besonderen Moment auf. Und im Moment denke ich, ich fühle mich einfach gut. Das freut mich sehr. Ich fühle mich einfach gut. Und aber ich muss sagen, irgendwie haben wir auch gerade viele Parallelen. Ne? Meine Frau operiert, deine Frau operiert. Ja. Beide auf dem Weg der Besserung. Ja. Ich denke, wir können beide voneinander sagen, dass wir in der Whisky-Szene halbwegs angekommen sind. Ja. Ne? Ja. Ja. Und wir haben auch geiles Feedback bekommen. Wir haben schon der zweite Händler, der gesagt hat, durch unsere Videos, was wir verkosten, ich denke mal, von dem Video heute wird keiner irgendwo hingehen und sagen, das war so geil. Weil wir heute einfach sagen, es ist Feiertag, Leute, wir haben einfach Bock, hier was zu machen. Ich helfe Marco hier ein bisschen und wir trinken einfach ein bisschen Whisky dabei. Aber eigentlich müssten wir das Video auch weiterfilmen, wenn wir gleich Currywurst Pommes essen gehen. Hey, das wollte ich dir gleich erst sagen. Weißt du, was das Problem bei der Pommesbude ist? Der ist heute zu. Der hat heute zu. Ja, dann kick mal deine Scheiße alleine. Nein, irgendwas werden wir schon finden. Na, logisch. Ja, und ist einfach, boah, der halt so nach. Der ist. Vor allen Dingen. Ja, es ist das, was ich euch halt auch oft bei den alten Abfüllungen, die wir sonst so aufmachen, sagen. Ne? Man hat diesen klassischen Oldschool-Flavor. Wir haben all diese Dinge, die ich dann immer wieder gerne sage, polierte Kirschenholzballen, alter Buchrücken, die ganzen Sachen sind hier mit drin. Das Ganze, wie ich finde, am Gaumen sind die 51,6 Volumenprozent schon da. Wärmend, lang anhaltend. Der backt sich richtig schön in die Seitentaschen, hält sich da fest, aber nicht aggressiv, sondern einfach. Ja, er ist da. Ne? Er ist intensiv da. Er ist. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen geehrt. Vielen Dank. So, ich packe den trotzdem, weil ich glaube, dass der noch besser wird. Aha, sehr gut. Dieser Whisky, also du solltest, pass auf, ich mache dir vorhin einen Vorschlag. Ich bringe absolut nur noch Whiskys, stelle ich hier unter den Tisch, die sehr viel Zeit fürs Atmen brauchen. Und dann kannst du immer so einen feinen Zwischenwhisky mitbringen. Dann macht das auch deutlich mehr Spaß. Alter, war eigentlich zu schade, Wasser zu trinken, aber ich habe gerade so einen trockenen, das ist gar kein Speichelfluss mehr gewesen. Ja? Und einfach geil, das ist halt, ja, Trinkwhisky, Mann. Mann, warum bin ich denn wieder zu blöd, die Etiketten zu kleben, sag mal. Ja, ich gebe mir voll die Mühe, guckt euch das an. Linke Seite, rechte Seite, ne? Optisch genial, künstlerisch gestaltet. Und jetzt guckt euch das an. Nee, Marco, für mich eine Ehre. Ich hatte da Bock drauf, die Pulle mit dir aufzumachen, weil ich einfach. Soll ich dir was sagen? Ich muss das Glas nochmal herholen. Gib dein Glas nochmal. Auf die Gesundheit unserer Frauen. Auf uns. Und auf uns. Und auf euch. Und auf die Zukunft. Sehr schön, sehr schön. Soll ich dir was sagen? Ja. Die Pulle machen wir beide auch gemeinsam leer. Alter. Also heute nicht, aber
Ich weiß wann. Bei Ankunft. Lecker, ne? Oder? Und das fand ich halt so geil, ne? Du wurdest wirklich eine Woche lang komplett bekümmert da, ne? Von der Frau, immer die gleiche Frau. Die war morgens da, die war abends da. Ne? Die hat da quasi mit gewohnt. Hat die schon mal sowas wie Gewerkschaft gehört? Ja, Arbeitszeiten und so? Nee, ich denke, die hat auch gewohnt da. Die so feste, unfassbar. Feste also Wohnbereich hatte. Der nutzt GIFs aus. Ja, hat ja, das jetzt richtig genau. Verstanden? Unfassbar. Sie war für alle schon tatenbereit. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ja. Ich fand's gut. Ich fand's echt gut. Und das Geile ist, die zweite Flasche, die ich ja habe, die du schon gesehen hast, ne? Unterschrieben von Dave Broom und ja. Richardson und so. Und die hat ja auch eine eigene Geschichte. Also die stand ja nicht auf meinem Nachtkästchen, ja. Sondern wir hatten am Abend vorher in dem Tasting Room, der Thrust Island Distillery, hatten wir einen Whisky-Quiz. Ja. Und da hast du gewonnen? Ja, aber mit Geschichte dabei. Ja. Das war ja wirklich 2004 oder 2005 halt. Ne? 2004 habe ich ja den Laden aufgemacht, 2005 war ich halt da. Und wir hatten dann so ein Whisky-Quiz und bei mir, da wurden so Gruppen aufgeteilt. Ne? Und bei mir in der Gruppe war natürlich Aaron Winchester und Dave Broom. Ja. Wir haben halt zu dritt da gesessen. Die beiden hinter mir, ich vorne. Und dann warst du ja da und hast wirklich auch dein Schulenglisch, ne? Ja. Ja, das war wirklich so, boah, und dann haben die da vorne das Quiz durchgeleiert. Und du hast nichts verstanden. Doch, du brauchst nur länger zum Umsetzen. Ja. Du musst es ja erstmal verarbeiten. Und in der Zeit haben die anderen ja schon alles ausgefüllt und beantwortet. Und dann kam von hinten immer nur so, bam, gegen den Stuhl treten, A. Hast du A angekreuzt, ne? Dann warst du wieder am Gucken, dann so, pff. Al Winchester wieder, B. Und dann der Kuhn so, Ruhe. Das war total geil. Und auf jeden Fall habe ich den ersten Platz gemacht. Und habe dann diese Flasche Imperial gewonnen. Das war total klasse. Und wir hatten zwei Flaschen gewonnen. Eine hat Alan direkt noch aufgemacht am gleichen Abend, weil ich meine aufmachen wollte. Ne? Und er sagte, nee, lass deine mal zu, wir machen die hier auf. Und dann haben die mir die alle unterschrieben. Und das ist halt auch sehr geil. Klar, schöne Erinnerungen. Ne? Mhm. Also ich weiß, meine erste Flasche, die ich aus Schottland mitgebracht habe, war so ein klassisches Aberlauer Henfield. Und wahrscheinlich ist der Inhalt gar nicht so phänomenal spannend, wie ich glaube. Aber es ist halt auch was Emotionales, ne? Ja, natürlich. Ist halt auch schwer, die Flasche 15 Jahre stehen zu lassen. Ne? Ja. Und wie gesagt, in zwei Wochen mache ich die zweite Flasche auf. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Und das Ganze im Headquarter. Ja, sehr geil. Werden die Jungs sich hoffentlich drüber freuen. Denke ich auch. Aber zum Thema Schulenglisch. Wenn nicht, gibt's Ohrlöcher. Ne? Zum Thema Schulenglisch. Wenn man so wie wir zwei eine Whiskybar, einen Shop oder halt einen Whiskyladen hat, dann hat das ja oft auch die Historie, dass man in der Schule nicht so wirklich aufgepasst hat. Also zumindest bei mir war das so. Ich war ein grauenvoller Schüler. Mir hat Arbeiten, oder was weiß ich, mir hat das Leben in Anführungsstrichen erst Spaß gemacht, als ich angefangen habe zu arbeiten. Also Schule war für mich war bei mir auch. Ein Graus, ganz furchtbar. Ich hatte das Motto Bier, Weiber, Würstchen. Ja, das kam irgendwie nicht so richtig an. Ne? Ja. Und dementsprechend, ich habe in meiner Schullaufbahn genau zwei Fremdsprachen belegt, Englisch und Französisch. Englisch würde ich behaupten, kriege ich mittlerweile doch das ein oder andere mit, was natürlich auch ein bisschen mit dem beruflichen Hintergrund zu tun hat. Französisch ist immer noch eine Katastrophe, wenn ich mit Jean Arnaud aus Frankreich kommuniziere, eigentlich immer auf Englisch. Und wenn ich ihm dann ein bisschen schmeicheln möchte, dann gehe ich schon mal hin und formuliere was vor und lasse das per DeepL übersetzen und weiß natürlich genau, dass er genau weiß, dass das translated ist. Aber sorry, wo ich jetzt wieder Französisch höre, ne? Ja. Du weißt, was mir gerade eingefallen ist? Nee. Wegen einem schlechten Witz von letztem Mal, ne? Wir haben nicht einen schlechten Kommentar dafür bekommen, ne? Ach so, ja. Ich gehe einfach davon aus, die Leute nehmen mich nicht ernst. Wie komme ich jetzt eigentlich von Französisch auf den Witz? Okay, erzähl weiter.
Und dementsprechend Fremdsprachen ist für mich wirklich eine Katastrophe. Ich bin der deutschen Sprache schon in der Schrift nicht so wirklich mächtig. Das sieht man häufig, wenn ich was poste. Aber Fremdsprache ist nochmal eine besondere Sache. Und vor einiger Zeit hat es ein A Dream of Scotland über einen Teich nach Amerika geschafft und ist in einem amerikanischen Blogger-Format verkostet worden. Und dann habe ich mir das kurz zwischendurch, während ich andere Sachen gemacht habe, angehört. Und ich war der festen Überzeugung, die Jungs waren dem Whisky nicht gewachsen. Ja? Der Whisky war zu heftig für sie und die hatten einfach nicht genug Power, den zu verkraften. Ich wollte es nicht so sagen. Und dann habe ich das hier im Laden meinen Mitarbeitern erzählt. Ich sage, stellt euch mal vor, irgendwie ist eine Pulle nach Amerika gekommen und auch durchaus in einen namhaften Block und die haben den verkostet, aber er hat sie irgendwie gefällt. So, und dann hat mein Mitarbeiter, der Patrick, den ihr durch die letzten beiden Videos oder zwei Videos mittlerweile kennengelernt habt, der hat sich das Video auch nochmal angeguckt und da sagt er, Alter, ich weiß gar nicht, was du willst. Die wollten den in die Top 10 von sich wählen und die waren total begeistert. Ich sage, oh, dann sollte ich vielleicht doch nochmal in meinem Englischen ein bisschen arbeiten. Und die fanden auch das Label-Design auch sehr geil, ne? Ja. Fanden die auch sehr geil. Ach, nee. Mich haben auch gestern noch wieder zwei Kunden angesprochen, wenn wir doch schon hier sitzen würden, wenn die das Video sehen, die werden mich hassen. Warum ich denn kein Dream of Scotland ausschenken würde im Laden, habe ich gesagt, weil die Plörre keiner saufen will. Das stimmt und, allerdings. Und jetzt sitze ich hier und label die Pullen. Ja. Nein, ich habe gesagt, dass ich in Kürze auch mal eine Ausschankflasche, natürlich nicht im Verkauf, sondern wirklich so eine Ausschankflasche hinstelle und ihr dann auch im Whisky Dungeon dann auch trinken könnt, die Dream of Scotland Flasche. Bitteschön, da hast du deine Ausschankflasche. Natürlich könnt ihr dann weiterhin auf Anfrage die Flaschen unter der Theke auch kaufen. Hallo? Das bereden wir, wenn das Video aus ist. Nein, in der Tat, ich kann die gar nicht in Ausschank nehmen, weil mein Whisky-Regal ist ja so aufgebaut, dass immer drei hintereinander stehen müssen. Und deswegen... Es kommt natürlich auch dazu. Michel lebt bei seinem Konzept ja auch ein klein bisschen davon, dass wenn er euch eine Flasche im Laden ausschenkt, er sie euch im Idealfall auch verkaufen kann. Und zu meiner großen Freude, zu meinem großen Glück und zum Pech von vielen anderen sind die Pullen ja meist recht schnell weg. So, dann hat der Michel die Pulle da stehen, kann sie nicht mehr verkaufen. Ist auch irgendwie blöd für ihn, ne? Und trotzdem, mit der Pulle war ernst gemeint. Die nimmst du mit in den Dungeon und gut ist. Aua! Du hast mich verletzt? Ja. Arschloch. Das muss man so machen. Nein, in der Tat ist so, ich habe ja den, hast du gar nicht gesehen, können wir ein Video im Dungeon machen. Ich habe in der Tat jetzt die große Vitrine rausgeschmissen und habe dort so hier... Deine Regale, wie hast du die? Kallax. Kallax? Ja. In Dunkel. Meine Regale, das wäre geil, wenn das meine Regale wären. In Dunkel hingestellt und ja, herzlichen Glückwunsch in Dunkel. Nein, passt bei mir besser. Siehst du jeden Staubkorn drauf. Ja, das ist ja passt ja zu mir. Ja. Und wir müssen dunkle Laden. Nein, und da habe ich jetzt wirklich auch schon Flaschen draufstehen. Ja. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, in so einem Fach auch mal, wie ich zwei, drei Dream of Scotland auch vor reinzustellen, dass Leute trinken können, ne? Ja, sollst du haben. Kriegen wir hin. 2CL, 40 Euro. Ja, immer nicht mehr erhältlich im Handel. Das sind Raritäten, ne? Nein. So, was ist jetzt? Probieren wir unsere Elfenpulle? Ja, klar. Ich muss erstmal. Guck mal auf den Wecker. Die Leute haben keine Lust, uns so lange zuzuhören. Ja, das ist eine Vorspule. Bullshit-Geschwafel. Könnt doch vorspulen. Sanjo. Ja, der ist richtig schön, der ist total, ja, so der hat sich jetzt wirklich geöffnet. Also der frisch eingeschenkte Whisky wird, wenn ihr die Flasche kriegen solltet und aufmacht, gebt dem die Zeit, weil sonst denkt ihr, Alter, was haben die uns denn da verkauft? Der ist ja gar nichts. Der braucht Sauerstoff. Ja, vor allem er hat 5 Jahre im Octave gelagert. Ne? So, und jetzt müsst ihr euch halt überlegen, Oktavfass, ja, also ein winziges, kleines Fässchen. Und so, da liegt dieser ungefähr. Whisky... So, oder? Ja. So. Ja. Und da liegt der Whisky jetzt 5 Jahre drin. Zum einen... Zeig mal Quarterkast. Zum einen
Je kleiner das Fass, desto größer ist auch der Anteil dessen, was verfliegt, ja, weil die Oberfläche natürlich relativ groß auf die Menge an Flüssigkeit ist und dementsprechend verfliegt aus diesem Fass auch viel. Und so haben wir halt nach 5 Jahren aus dem Oktav gerade mal noch 75 Pullen rausgekriegt. Das Ganze, machen wir uns nichts vor, natürlich sehr intensiv durch das Sherry-Fass geprägt. Ja? Das aber ist einfach eine Sherry-Wucht-Brumme par excellence. Du hast jetzt schon wieder den Traubensaft. Ja. Hm? Wir haben das Sample wirklich gefeiert. Das war schon sehr geil, oder? Und ich finde auch jetzt, das Ding ist total dick eingekocht, ölig, komplex. Im Grunde genommen kannst du, das ist ein Whisky, den kannst du total super gut einnorden. Für alle die sehr intensiv Brennereicharakter haben möchten, die es nicht ölig, die es nicht intensiv haben wollen, Finger weg, könnt ihr nicht gebrauchen. Das ist einfach eine Aromenwuchtbrumme. Und wenn ihr Aromenwuchtbrumme mögt, dann trinkt ihr einfach mit uns. Dann ist der schick. Dann könnt ihr den nicht so viel dummes Zeug. Ja, ist ja gut. Danke, Anna, für dieses geile Oktiv. Vielen lieben Dank. Wenn ihr euch wundern solltet, warum wir gerade so doof geguckt haben, draußen stehen irgendwelche Leute und kommentieren, dass wir gerade Videos machen. Ja. Vielleicht sollten wir die mal auf ein Glas Glenelstein dann. Entschuldigung. Zala, da war wieder der Fehler. Nein, es ist ja wirklich so, dass es sich wirklich jetzt mittlerweile auch rumgesprochen hat, ne? Die Umbenennung. Mich würde ja interessieren. Es bleibt halt immer im Gedanken. Natürlich, natürlich. Mich würde ja interessieren, zum einen, werden die Flaschen, die als Glenelst abgefüllt wurden, werden die demnächst massiv im Preis steigen? Nein. Weil es dann Besonderheiten sind? Denke ich. Und was wäre gewesen, wenn man den Streit mit der SWA in die nächste Runde getragen hätte? Das kannst du dir nicht leisten. Das ist das Thema, das weiß ich. Aber was wäre gewesen, wenn? Ne? Das Problem ist ja einfach, wenn du... wir haben letztens über Glenn Farkas gesprochen. Ja. Das Skurrile ist ja, du kannst Fässer kaufen und hast auf der Rechnung draufstehen Glenn Farkas. Ja. Sobald du Glenn Farkas, mittlerweile ist es ja so, dass die Label kontrolliert werden, du kriegst es ja gar nicht mehr durch. Mhm. Aber vorher war ja, wenn Glenn Farkas draufsteht, bevor die Flaschen in Deutschland sind, hast du einen Brief vom Anwalt. Ja. Ne? Und ich finde es einfach lächerlich. Dann darf ich das Zeug nicht verkaufen als Glenn Farkas. Ja. Was man natürlich machen darf, ist den Leuten erzählen, dass es in naher oder ferner Zukunft eventuell eine Abfüllung von Glenn Farkas gibt, die wir nicht Glenn Farkas nennen dürfen für die Elfen. Ne? Sowas könnte man ja erzählen. Könnte passieren. Ja. Aber das würden wir euch dann noch mitteilen. Ne? Ja. Wenn es dann soweit ist. Ne? Aber wichtig ist ja, warum schreiben die auf dem Lieferschein nicht gleich Little Piggy drauf oder so? Ne? Oder machen auch einen Teaspoon. Ja. Ne? Ja. Früher war es ja noch einfacher, da konnte man Bell & Dell auch draufschreiben. Ja, aber blöderweise gibt es da mittlerweile auch eine Brennerei und dementsprechend ist das nicht mehr eindeutig. Ja. Ich persönlich finde ja, wenn wir den Farkas abfüllen sollten, ne? Dann geben wir dem einfach keinen schottischen Namen. Ja. Dann nennen wir den Bauchspeck. Bauchspeck. Ja. Oder Hüftgold. Hüftgold ist eigentlich schön. Der Elfens Bauchspeck. Puttenschinken. Oder Elfenspeck. Ja. Nein, Elfenspeck ist doof. Als ob wir Speck haben. Nein, aber irgendwie muss man sich da was einfallen lassen. Klar. Aber dafür müssen wir erstmal noch Feedback kriegen, bevor wir ein großes Fass abfüllen können. Weil der geht wieder ein bisschen in die Richtung alkoholisiertes Rübenkraut, ne? Ja. Diese Dickflüssigkeit. Mich erinnert er jetzt so vor längerer Standard an diese Rotkäppchen Traubensaft. Ja. Diese richtige schwarze Johannisbeer-Traubensaft. Das ist so cremig, so, das ist wirklich so ein Zucker-Sahne-Bonbon. Ne? Aber den muss ich mir... Richtig süß. Den muss ich mir ehrlicherweise jetzt mit Wasser auch wirklich aus dem Mund rausquellen. Sonst haben wir keine Chance, den nächsten Whisky zu probieren. Ja, aber
Ich denke, wir haben die richtige Wahl getroffen, dass wir gesagt haben, wir füllen dieses Octave ab. Aber wenn wir natürlich nicht alle Flaschen verkauft kriegen, was sollen wir dann irgendwie mal ein großes Fass abfüllen? Da bin ich persönlich der Meinung, dass das richtige Fass war, sollen die entscheiden, die sich eine Flasche gekauft haben, mhm, und entsprechend Feedback geben. Vielleicht kriegen wir auch Feedback, ob wir mal was Großes abfüllen sollen. Das muss aber, wenn wir drauf sitzen bleiben, ist ja auch doof, ne? Dann haben wir den geilsten Whisky hier rumstehen im ganzen Land. Und keiner will ihn haben, weil da Elfenspeck draufsteht. Machen wir einfach Folgendes, dann trinken wir ab sofort jede Woche von einer von diesen Flaschen. Und damit quälen wir euch so lange, bis wir keine mehr haben. Wollt ihr unser Video sehen? Kauft eine Flasche. Nächste Woche stellen wir euch vor Elfenspeck. Herzlich willkommen. Oh, da siehst du, ich mach Quatsch und ist schon wieder. Ja, mein Gott, Quatsch gehört Leute, dazu. Ich hab die gelabelt. Könnt ihr wieder kommentieren. Der Michael hat aber schief gelabelt, du. Ja, hab ich. Bei dem Hungerlohn, den ich hier bekomme. Wer zur Hölle hat dir denn einen Lohn versprochen? Und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und heute haben wir dabei den Elfenspeck. Aber ich finde so bekloppte Namen finde ich ja schön. Ne? Jetzt bin ich schon wieder bei den Kollegen vom Whisky Hort, aber ich finde zum Beispiel total genial. Wieso denkst du an Olaf und denkst an Speck? Oh, Olaf, also. Ich fand die Sache mit dem Glashaus. Ne? Total genial die Idee mit dem Malocha Whisky. Ja, sehr geil. Ne? RWO Malocha Whisky. Ja. Passt sehr geil. Finde ich auch sehr geil, wenn man in die Whisky Bay geht und das Kaschini was. Da steht auch der RWO Malocha Whisky. Och. Wie kommt denn Wie kann denn sowas passieren? Wie kommt denn wohl der da hin? Eifer Peach. Ich habe gesagt, Jungs, ihr müsst das ändern, aber irgendwie. Ist so. Bist du mental bereit, noch einen Whisky zu probieren? Ich bin immer mental bereit, Whisky zu probieren. Okay. Aber so langsam brauche ich aber jetzt Zielwasser für deine kleinen Label hier. Ja, Leute. So, nächstes Gläschen. Aber ich habe Christopher versprochen, einen Nebenjob anzumelden. Ne? Also, ich hoffe, du hast mich angemeldet. Christoph, das ist nur ein Freundschaftsdienst. Wir haben euch als vierten Whisky auch nochmal einen, wie ich finde, doch recht dunklen Whisky mitgebracht. Einen 11-jährigen Glentauchers. Elfenjährigen. Sozusagen. Und wenn jetzt alle leuchtende Augen kriegen und sagen, ah, Glentauchers, wir erinnern uns an wundervolle Abfüllungen von der Dübenhoffs... na Gott. Was für ein Ding? Piep! Wir erinnern uns an wundervolle Abfüllungen von Scott Universe. Nennen sich dann nicht Glentauchers, sondern nennen sich Alpha Centauri. Und wir erinnern uns unter anderem an einen Dream of Scotland dunklen Glentauchers. Nein, kein Schießpulver, nein, kein Popcorn, den Zahn muss ich leider ziehen. Aber, wie ich finde, 11 Jahre, 63,9 Volumenprozent, Sherry Butt Matured, Fassnummer 900.469 und es gab 568 Flaschen hiervon, exklusiv gebottelt von Signatory für Kirsch. Und ich finde auch hier wieder ein unglaublich intensiver, wuchtiger Whisky und ein von der Nase her auch schmutziger Whisky. Sag mal, hast du auch ein Glas oder? Ich arbeite. Ja, pff, ich arbeite. Wir haben Feiertag. Ja, dann Feierabend. Also, dieser Glentauchers, was das geil ist, der wurde gerade erst reingerollt ins Warehouse, als wir dort eine kleine Stippvisite abgehalten haben. Mhm. Mein erster offizieller Auftritt bei Signatory. Nach 57 Fassproben habe ich dann gesagt, noch eine halbe Stunde, ich kündige wieder. Ich kann mich daran erinnern. Erster Besuch bei Signatory habe ich auch gedacht, alter Falter. Das ist, obwohl man einen Großteil dessen, was man probiert, wirklich nur durch den Mund spült und danach wieder in die freie Natur gibt, weil man sonst einfach nicht, ich sag mal, nach der 10., 15. Probe einfach nicht mehr realistisch bewerten kann, ob das ein Fass ist, was Spannendes oder nicht. Das ist einfach geil, wenn du schon direkt... Die Schleimhäute nehmen das trotzdem auf. Irgendwann hat man einfach das Gefühl, man ist rotzevoll, obwohl man gefühlt nichts getrunken hat. Wenn du erstmal die große Flasche Wasser kriegst, ne? Ja. Und ich, glaube ich, 3 getrunken habe. Nee, die beiden Buds sind halt reingerollt worden und ich habe gesagt, ey, geile Scheiße, Glentauchers, Sherry Bud,
direkt so bling, bling, bling. Ich hatte ja den ersten dunklen Glen Tokast, der war ja von Best Ramrock gefüllt. Ja. Gefolgt von Alpha Centauri, der Einser war so ein bisschen wolkiger. Ja, die waren aber jünger, ne? Die waren 6, 7, 8 Jahre irgendwie sowas. Halt gleicher Jahrgang und deswegen war ich halt so gar nicht da drauf. Ich sag sofort so, ey Jungs, hier, aufmachen. Ja, die sind gerade erst reingekommen. Ich sag, aufmachen jetzt. Und hatte auch Kurs mit André, ich sag André hier und Glen Tokast und Alpha Centauri und André auch schon so, aufmachen. Und dann, ich war ja auch immer so ein bisschen verschämt, so, ne, ob ich da noch mit durch die Regale mal gucke und André, der war immer noch fliegen in der Regale drin, ne, mit Taschenlampe und ja, wir haben dann aufgemacht, haben probiert und haben direkt unsere Sticker dran gemacht. Reserviert. Und da ist er. Da ist er. Röstaromen. Ja. Ja, stimmt. Richtig Kakao, schöne Röstaromen. Espresso, dunkle Schokolade. Das wieder, auch. Was ich auch beim 8 Jahre alten hatte, diese Rittersport-Traubennuss. Der hat aber auch, wenn du mal dran schnupperst, so ein ganz leichtes After-Eight-Minz-Plätzchen ja. drin. Hm. Habe ich in letzter Zeit auch häufiger gehabt, in den Sherry-Fässer, so eine leichte Minznote. Kannst du dich an den Ross erinnern? Ja. Der Ross hat da hinten raus auch diese richtige Pfefferminznote, ne? Bisschen so Eukalyptus, aber die habe ich jetzt auch nicht so deutlich. Sondern ich habe eher so dieses malzige, diese Röstaromen, Mandeln, kriege ich auch wieder diesen Jahrmarkt, ne? Aber, so, guck mal. Ne? Ich bin jetzt immer ein bisschen zurückhaltend mit dem Trinken, aber Dickerchen meint. Der erste Antritt ja. für mich ist Espresso. Frisch aufgebrühter, ne? Ja. Diese leichte Bitternote, die dann trotzdem in eine Schokoladigkeit, in fast schon in eine Milchschokoladigkeit reingeht. Die dunkle Fruchtigkeit, die von wirklich ganz getrockneten Früchten da ist, das ist für mich nicht eingekocht, sondern es sind wirklich Bam. Ja, richtig getrocknete, würzige Nuancen. Jetzt hast du die Rumrosine wieder. Fand ich den in der Nase noch ein bisschen schmutzig. Ist er das am Gaumen für mich nicht? Nein. 63,9%, richtig mit Kraft. Ja, ja. Hier hast du die. Drückt voran. Du hast aber im Mundraum richtig die Explosion von der Rumrosine. Ja. Da hast du wieder diese Traubennussschokolade, die aber nicht diesmal mit weniger Kakaoanteil, die richtig so in die Vollmilchrichtung driftet. Richtig cremig, sahnig, Karamell. Da war vielleicht ein Ticken viel, aber. Gib mir noch mal einen kleinen Schuss nach, damit das Mischungsverhältnis, aber nur einen kleinen. Jupp, jupp. Das war mir auch der 2008er Jahrgang. Und ich fand damals schon den 8er, ich habe mir gedacht, oha, der war übrigens auch ein Weihnachtsgeschenk quasi für mich. Ja. Ich war im Warehouse gewesen damals und ich wollte ein Fass abfüllen. Ich habe nicht mehr auf dem Schirm, welches es war. Also ich hatte 6 Fässer in der Pipeline und das 6. Fass war für mich noch nicht fertig. Das war noch nicht fertig. Und da habe ich gesagt, nee, bitte nicht abfüllen. Jetzt hatte ich natürlich gedacht, scheiße, mir fehlt dir irgendwie ein Fass für die Abfüllung. Mhm. Weihnachtsgeschäft steht an, habe ich gedacht, hast du nicht irgendwas Geiles? Und da sagte der Broker auch damals, hier, die sind gerade reingekommen, kannst mal gucken. Mhm. Hätte Welle schreien und zieht erstmal voll die schwarze Suppe daraus. Ne? Und für den Endverbraucher denkst du einfach schon nur gekauft. Ne? Aber auch da, ich habe gesagt, ey, bitte ein bisschen Bedenkzeit, gib mir ein Sample mit, ich schreibe dir eine E-Mail. Dann wirklich nochmal außerhalb vom Warehouse, einfach nochmal, da hatte ich auch diese Röstaromen. Ja. Ich hatte diese Traubenschokolade. Richtig explosive Geschmacksexplosion. Und das war einfach geil. Direkt auch E-Mail kaufen. Alle beide. Ja. Ja. Weil das ist einfach geil. Wenn man sowas hat, das ist toll. Also ich war der festen Überzeugung, dass die 63% sicherlich jetzt einen guten Schuss Wasser vertragen können, dass er sich öffnet und dass der Alkohol komplett weg. Vielleicht ein bisschen spannender noch wird. Ich persönlich finde, dass die 63, und für den Whisky perfekt sind. Die Zugabe von Wasser machen ihn für mich böser. Ja, der wird schärfer, er wird schmutziger. Die Süße ist im Grunde genommen tot.
Also den Whisky darfst du wirklich pur trinken, dann Tröpfchen für Tröpfchen. Ja, ein bisschen wie einen guten alten Balsamico-Essig. Tröpfchenweise genießen. Das ist jetzt, bei dem, was du jetzt mit Wasserzugabe hast, ist ja. Schwarzer Pfeffer. Ja. Richtig so, richtig schwarzer Pfeffer. Auch wieder ein bisschen Chili, finde ich, so richtig scharfe Chili, aber auch komplett verwässert. Der Dampf ist raus. Der Dampf ist einfach raus. Das, was mich hier flasht, ist halt... Aber trotzdem hat er jetzt Schärfe. Ja. Was mich hier flasht, ist halt, dass er aufmacht im Mundraum direkt. Ja. Er gibt dir direkt komplex diesen Geschmack, den wir gleich nur noch mit einem Whisky wegspülen können. So sieht's aus. Diesen Geschmack kann man nur noch mit einem wegspülen. Und dann müssen wir was essen, weil nach dem Essen sollten wir dann den 35-Jährigen wirklich mal sagen, hallo mein Freund. Jetzt hat die Flasche ein bisschen geatmet. Vielleicht lassen wir den Korken noch auf. So, machen wir. Weil wir lassen den Korken runter, weil in der Zeit, wo du nicht hier bist, kannst du nicht blähen. Und deswegen können wir dann gefahrlos den Korken auflassen. Klingt nach dem Plan, Leute. Da haben wir nämlich Bock drauf, den 35er nochmal zu probieren. Wisst ihr, was aber das eigentlich Geile an diesem Fass ist? Obwohl das 598 Flaschen waren, kriegt natürlich jeder Händler in Deutschland nur eine doch durchaus homöopathische Menge. Ne? Wenn ihr jetzt mal überlegt, wie viele Whisky-Händler kennt ihr in Deutschland, wie viele gute Tabakgeschäfte, wie viele inhabergeführte Rewe-Supermärkte, die alle natürlich ein gewisses Whisky-Portfolio haben, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Flaschen pro Händler so ganz grob hinten rauskommen und jeder haben kann. Und dementsprechend freue ich mich sehr, der Michel hat das vorhin gesagt und nicht weitergeführt. Es gab zwei Fässer, die die Jungs im Lagerhaus absahnen konnten. Und auf ein Fass ist ein Sticker draufgekommen, dessen Name nicht Reik, sondern Bonn ist. Heißt also, wir werden irgendwann von Signatory das Schwesterfass von den Glentauchers exklusiv fürs Cooler Whisky rausbekommen. Also pass auf, Kollege, wenn du weiter so eine große Fresse hast, noch steht auf dem Sticker Kirschimport drauf. Also benimm dich und ich hoffe, das Essen fällt groß aus gleich. André, wenn du zuhören solltest, ne? Der hat bestimmt noch Probezeit. Schmeiß ihn wieder raus. Wir machen unsere Geschäfte wieder alleine. André? Nein. Da wird André auch verneinen, weil das Schöne ist, dass... Dann habe ich jetzt alle Pullen beklebt. Das Schöne ist, dass wir einfach sehr gut klarkommen in der Firma. Und... Das ist auch wichtig. Ja. Betriebsklima ist was ganz Wichtiges. Ich habe das Gefühl... So wie wir momentan aufgestellt sind, ist es auch. Natürlich kommen meine Jungs und mein Mädel hier hin, um zu arbeiten. Und ne, ich könnte mir vorstellen, wenn sie dafür am Ende des Monats kein Gehalt gezahlt bekommen, würden sie auch nicht so freudestrahlend kommen, wie sie sonst tun. Aber ich glaube, dass wir ein echt schickes Team sind. Und das Gefühl habe ich bei euch auch, dass Arbeit einfach auch Freude und Spaß macht. Ja, ich war erst einmal mit André in Schottland. Ne? Und wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben echt so viel Spaß gehabt. Jetzt denkst du ja einfach so, also Leute sind in Schottland und sitzen nur im Pub und saufen und gehen da schick essen und so. Wir haben einfach easy peasy. Wir sind, ich glaube, André und ich, beide die gleiche Fraktion, dass wir einfach sagen, hey, es reicht einfach nur normaler Burger und wir müssen jetzt nicht unbedingt die 30 Pfund Whiskys trinken. Da waren wir im Pitlochry in einem Whiskyladen. Ja. Und da hatten die noch, ich weiß nicht mehr, wie alt er war, ein 50S Sample Little Mill stehen für 35 Euro. Ne? Und wir haben einfach so, weil André raucht ja auch gerne mal ein Zigarettchen, ne? Und dann haben wir so gesessen auf der Bank und haben gesagt, ey, jetzt kaufen wir den Little Mill jetzt oder kaufen wir ihn nicht. Komm, wir vergraben den hier vorne in dem Blumenbeet. Das heißt, wenn wir nächstes Mal hier sind und wieder alles zu ist und wir kriegen nichts zu trinken, dann haben wir den Little Mill dort eingegraben. Und dann so dieser Gedanke, wenn andere Leute dabei sind, wenn zwei erwachsene Männer im Blumenbeet graben und so ein Little Mill Sample rausziehen, das hat so viel Spaß so gemacht. Wir haben nur Faxen gemacht und ich denke, dass wir uns da auch sehr gut austauschen mit unserem Know-how, was André und ich uns echt sehr geil ergänzen und macht Spaß. Ich sag zu André letzte Woche, ich sag ja, die wollen die Quarantäne wahrscheinlich dann nächsten Monat wieder aufheben. Stell mal hin, ich bin gerade am Kleben. Wieder aufheben für Business-Geschäfte schon mal, dass Business-Leute fliegen dürfen oder einreisen dürfen ohne Quarantäne und er sofort, ja, wir müssen die Koffer packen. Ja. Ja. Ich denke, es war jetzt gerade erst wieder, dass noch so und so viele Wochen nichts ist und wenn du rüber gehst, musst du 2 Wochen in Quarantäne. Genau. Und
2 Wochen Quarantäne ist natürlich tödlich. Auch die machen sich selber, es ist für die selber ein Schuss vom Bug, weil letztendlich ist es ja so, dass die komplette Szene fehlt. Die komplette Szene, die Whisky-Szene, die kompletten Touristen, die auch mit Whisky gar nichts zu tun haben, die fehlen komplett. Und Schottland lebt nun mal vom Tourismus. Ja. England nicht. Auf der anderen Seite, machen sie es richtig, machen sie es nicht richtig, man weiß es nicht. Ne? Aber kommen wir mal dazu. Wir hatten heute einen Dänen, wir hatten heute einen deutschen Whisky. Wir hatten 2 phänomenale schottische Whiskys. Ja. Und zum Abschluss haben wir uns überlegt, bringen wir noch was aus Taiwan mit, den Kavalan Solist Sherry. Wer sich mit Kavalan ein bisschen auskennt, der weiß, Solist steht immer für Fassstärke. Solist steht immer für Fassstärke. In dem speziellen Fall für 58,6 Volumenprozent. Muss ich einfach mal sagen, der Druck auf dem Etikett, entweder habe ich einen Goldfarbstich, ja, oder das ist echt schwer zu lesen. Ja, ist schwer zu lesen. Ja. Nochmal an alle Leute, die ein 100 Milliliter Sample von dem Glenburgi bestellt haben. Ich habe sie beklebt. Dann steht auf der Flasche noch drauf, und das ist immer ganz hilfreich, rauszufinden, wie alt dieser Whisky wohl ist. Auf der Flasche steht drauf S081217. Was heißt das? Diese Seriennummer verrät uns, aus welchem Destillierjahr der Whisky ist. Das heißt, dieser Whisky ist aus dem Jahr 2008. Und wenn wir dann auf das Rückenetikett gucken, dort steht immer wunderbar aufgedruckt das Datum, wann die Flasche gebottelt wurde. Und das ist in dem Fall 2017 gewesen. Also 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Gehen wir mal vom schlechtesten Fall aus, 8 Jahre. Könnte rein theoretisch sogar das 9. Jahr ankratzen. 8 Jahre ist so das, was ich bei den allermeisten Solistflaschen sehe. Das heißt, wir haben hier einen Whisky, der 8 Jahre, und das ist halt das Besondere, in dem besonderen Klima Taiwans gereift ist. 22% Angel Share? 22%. Ja, im direkten Vergleich Schottland 2%. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Deutschland 4, irgendwas Prozent. Ja. Ne? Das heißt, dieser hohe Anteil an Angel Share, der hier weggeht, was bedeutet das eigentlich? Was bringt euch das? Bringt euch das was? Ist das was Positives? Ist das was Negatives? Die Sparfüchse werden jetzt vielleicht sagen, ach jö, da sind wir ganz schnell aus dem Fass raus und das ist ja alles Geld, was weg ist. Stellt es euch vor, wie das Einreduzieren von einer guten Soße. Ja, wenn ihr die Soße auf dem Pott habt und ihr reduziert immer weiter ein, das heißt, ihr gebt immer mehr Hitze, der Alkohol und das Wasser verfliegen, aber alles andere, die ganzen Geschmacksstoffe, die bleiben ja in der restlichen Flüssigkeit zurück. Und so könnt ihr euch das auch bei den Fässern vorstellen. Je schneller also der Angel Share, desto schöner das, was hinten an Aromenkomplex hinten rauskommt. Wobei schöner natürlich eine schwierige Formulierung ist, ob der einem schmeckt oder nicht, ist natürlich immer noch der persönliche Geschmack von euch. Wenn der ansatzweise so ist wie die Solisten, die ich kenne, haben wir nämlich hier im Glas jetzt eine ziemliche Drecksau. Ob dem so ist, wir werden sehen. Weißt du noch Trail of Tears? Ja. Der hatte nach 8 Jahren hatte der schon über 70 Liter im Fass verloren. Mhm. Geil. So hat er auch geschmeckt. Und hinter mir 14 waren, glaube ich, noch 92 Liter im Fass. Mhm. Hoho. Also jetzt wage ich eine Formulierung, die ich garantiert irgendwann im Leben bereuen werde. Ich habe immer das Gefühl, Kavalan riecht man. Kavalan riecht man? Kavalan hat einfach einen ganz speziellen Und Ton. Ich habe auch immer gesagt, bei mir im Laden, die Leute sagen, ich habe doch schon Eila getrunken, ich kann doch jetzt nichts anderes mehr trinken. Ich sage, trinken Kavalan oder Sherry, du fegst den Eila einfach weg. Ja. Der Whisky ist einfach, das was da in der alleine an der Nase jetzt über das Nosingglas kommt, der ist so kraftvoll, so intensiv und trotzdem, also man müsste ja jetzt denken, 8 Jahre junger, wilder, ne? Immerhin noch 58 und Volumenprozent. Das ist wieder so ein Straßenkämpfer, ja? Hast du die Verpackung auch da? Die Verpackung habe ich, die habe ich irgendwo hingestellt. Ist das denn diese eckige Verpackung oder ist das diese runde Verpackung? Das ist die eckige Verpackung, glaube ich, gewesen. Und es sind ja verschiedene Batches, wenn man wiederkommt, ne? So sieht's aus. Da fragen die Leute ja auch schon immer nach, ist es das Batch, ist es der? Oder
Und wenn man jetzt nur von den Daten ausgeht, wenn man die Brennerei nicht kennt, wenn man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, würde man auf dem Etikett natürlich denken, okay, Preisboxer-Niveau, kraftvoll, intensiv, voller Punch, bei der Farbe, klar, das Fass dominiert total. Und jetzt kommt das, was ich immer so faszinierend finde. Ja, das ist ein Whisky, wenn wir den jetzt so als Person malen würden. Also wenn ich dafür ein Etikett entwerfen müsste, dann würde ich im Hintergrund irgendeinen russischen Zarenpalast nehmen und würde so einen jungen Wladimir Putin nehmen, der mit Goldkettchen behangen und mit dicker goldener Rolex-Uhr daherkommt, aber gleichzeitig einen Pelzmann anhat und eine ganz stolze Figur da betet. Ja? Das ist jung und wild und trotzdem merkt man den an, dass er galant ist, dass er Charakter hat. Ja, genau. Wobei ich jetzt nicht sagen wollte, dass Wladimir Putin Charakter hat. Bei Kavala war das Schöne, dass ich die ja damals das erste mit in Bremen auf dem Bottle Market hatte. Ja. War die erste Messe, wo Kavala überhaupt vertreten war. Das war Andrea hatte mir damals mitgegeben, im zweiten Jahr war er selber da. Ja. Und kein Mensch kannte auch Kavala. Egal, weil ich habe die direkt von Kavala noch gehabt. Direkt von Silvia. Und kein Mensch kannte Kavala. Und die Leute, du bist ja Taiwan, du kannst doch nicht. Ich sag, probiert doch mal hier. Der erste bleibt mir das aus. Ja. Ja. Ja, okay, lecker, kaufe ich. Ja. Und weil die Leute einfach gesehen haben, auch der normale für Einsteiger, der 40%ige, der Klassik, ist ja einfach Mango, Papaya, Süßfrüchte. Das ist einfach, wenn du sagst, ich mag kein Whisky, gibt es so Kavalan Klassik. Also beim Kavalan habe ich genau das gleiche Problem wie bei Couvreur. Kaufst du einen Couvreur Overaged in Trinkstärke, ist der echt schick. So sehe ich das mit dem Kavalan Klassik. Hast du aber einmal die Fassstärke im Glas gehabt, willst du den Klassik nicht mehr haben. Dann willst du nur noch Fassstärke haben. Aber da muss ich auch sagen, bei dem Kavalan Solist Bourbon Cask, ich mag jetzt zum Beispiel, ist die Trinkstärke schick, das stimmt. Genau, sie sind ja damals auf den Markt gekommen mit den Solisten. Ja. Dann hatten sie noch den Classic und den Konzertmaster. Ja. Und sie hatten die 46er Variante noch nicht. Dann haben die Leute immer gesagt, 130 Euro hat er damals gekostet. Ja. Wo er selbst dann beim anderen Importeur war, ist er halt billiger geworden. 130 hat er gekostet und dann haben sie gesagt, 130 ist zu viel. Dann ist man auf die Idee gegangen, okay, man macht 46% Variante. Ja. Und bei dem Bourbon Cask finde ich den 46er geiler wie die Fassstärke. Ja, der Bourbon Cask ist lecker, das stimmt. Und trotzdem, da ich die Fassstärke gerne... Sind wir uns mal uneinig, okay? Ja. Sehr schön. So. Ich habe ja auch nicht immer so Geld mehr Fassstärke zu kaufen, ich muss aber eine Trinkstärke trinken. Ja, mal ganz ehrlich, ich meine, das ist doch der große Vorteil, muss man auch mal sagen, den wir unseren Kunden gegenüber haben. Dadurch, dass wir viel aufmachen, du durch die Bar, ich durch den Laden und durch die normalerweise stattfindenden Tastings, wir können ja nun echt viel probieren, ohne dass wir uns direkt immer die Flasche kaufen müssen. Ne? Das ist schon irgendwie schick. Ja. Und ich denke mal, in deiner Funktion als Markenbotschafter hast du jetzt natürlich auch noch das Glück, das haben wir ja schon ein paar Mal mitgekriegt, dass ihr halt als Firma auch Produktschulungen bekommt, wo du natürlich auch nochmal schöne Sachen probieren kannst. Oh ja. Und ich habe echt die Ohren angelegt, als ich die eine Produktschulung zu Single Malts of Scotland gesehen hatte, ja, was da für Sachen in der Produktschulung drin waren. Da habe ich erst einmal gesehen, dass du auf meinem Schreibtisch spionierst. Ja. What is that? Port Escape 45 Jahre. Ja, ich liebe meinen Schreibtisch. Sag mal, wisst ihr was, Kinders? Wir könnten stundenlang noch weiter schwatzen. Nee. Wir machen einfach Folgendes. Wir schwatzen stundenlang weiter. Aber, damit wir für nächste Woche noch ein bisschen Pulver für euch haben und euch wieder was Schönes erzählen können, gehe ich einfach jetzt um den Tisch rum und schalte ab, oder? Nein. Nicht? Wir gucken erstmal, wer von euch hat denn dieses Video zu Ende geguckt? Fände ich mal geil. Der Erste, der sagt, Marco, du bist eine geile Sau. Michel, du bist der geilste Oberhammer. Krieg 5cl von dem 35 Jahre alten Blended Whisky. Ben! Porto frei von Marco geschickt. Yeah.
Ciao, Leute. Ihr Lieben, macht's gut. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. War heute einfach mal easy peasy. Wir müssen hier den ganzen Scheiß jetzt noch trinken hier gleich, weil... Ne? Haut rein. Macht es gut. Danke. Tschüss. Ciao.